geht, Leute, und herzlich willkommen zum ersten Rennen der vierten Saison hier in der MyTeam-Karriere. Es geht endlich wieder los, rein in die Action beim großen Preis von Bahrain. Hier waren wir seit zwei Saisons nicht mehr unterwegs. Das letzte Rennen hier war das allererste der Karriere. Dort sind wir damals 15. geworden. Und leider, traurigerweise, könnte das heute in ähnlichen Regionen ablaufen für uns. Denn in der Preseason-Folge zuletzt, falls ihr sie verpasst habt, checkt die gerne aus, ist eine Menge passiert. Wir haben leider durch die Reglementänderung ordentlich auf die Fresse bekommen. Sind nur noch das schlechteste Team hier in der Performance. Wenn auch absolut nicht weit weg von, ich würde sagen, zumindest mal Alfa Romeo oder so gut im Mittelfeld. Also ich denke schon, dass Punkte möglich sein könnten mit einer guten Leistung heute. Aber ganz vorne, vor allem an Aston Martin, werden wir natürlich auf keinen Fall rankommen. Die waren die großen Gewinner dieser Reglementänderung. Konnten einfach alles retten und sind somit jetzt sehr, sehr gut dabei. Oscar Piastri und Esteban Ocon, dort die beiden Fahrer. Ich freue mich sehr auf dieses erste Rennen, auch wenn es ein bisschen anders wird, als ich es mir gewünscht hätte. Mein Traum war es hier jetzt vielleicht mit einem Sieg reinzustarten und wieder eine neue Jagd auf einen WM-Titel zu starten. Das wird es wahrscheinlich nicht geben, aber wir müssen das Beste draus machen. Wir müssen dann schnell wieder upgraden, um zur alter Stärke zurückzufinden. Ich habe aber Bock auf diese Challenge. Es zählt nicht, wie oft man hinfällt. Es zählt, wie oft man danach wieder aufsteht und für uns gilt es jetzt auf jeden Fall wieder aufzustehen und zwar ganz, ganz ordentlich hier als Team. Rein geht's ins Rennen hier in Bahrain. Hier aus Q1 rauszukommen, wäre schon eine absolut solide Leistung in diesem Qualifying, muss man leider sagen. Das Problem ist halt, dass wir jetzt nicht nur laut Performance echt schlecht sind, das Auto ist auch schlecht. Im Vergleich zu dem, wo es im letzten Rennen der letzten Saison war in Portugal. Uns fehlen 29 Chassis- und Aerodynamik-Upgrades. Und das merkt man beim Fahren. Das fühlt sich nicht so geil an. Aber ja, was hilft's? Gar nichts. Wir müssen einfach fighten. Darum wird's gehen in diesen ersten paar Rennen. Und Platz 7, gar nicht so weit weg von den Red Bulls, ist ja schon mal okay. Ja, ein bisschen schneller immerhin mit dem zweiten Versuch, ungefähr eine Zehntel mehr oder weniger. Das reicht für Platz 18. Die Red Bulls haben übrigens einfach keine gute Runde hinbekommen, offensichtlich. Checo ist nur 17. der Weltmeister. Richtig gute Runde nochmal zum Abschluss. Alles rausgeholt aus dieser Gurke hier, würde ich behaupten. Das könnte für Q2 reichen und wie auf Platz 8 sogar. Na, come on. Das ist halt das Ding an dieser knappen Performance. Wenn was wirklich Gutes gelingt, wie hier jetzt diese Runde, dann kann es auch direkt ein bisschen besser aussehen als nur nach so einem Aus in Q1. Richtig, richtig stark. Es fehlt zwar eine Sekunde auf Oscar an der Spitze, aber ja gut, das ist keine Überraschung. Ja, man sieht hier halt auch auf der Strecke wirklich, wie knapp das alles ist, ne? Schaut euch mal diese Abstände hier an hinter uns. 2 Zehntel langsamer und wir sind nur hier irgendwo auf Platz 15, 16, wo jetzt die beiden Ferraris sind. Bei denen sind die Reglementänderungen ja auch nicht so gelaufen wie erwartet. Genauso wenig bei Mercedes. Theo Pourchaire, nur letzter, eierten in seinem ersten Qualifying auf Platz 19. Ja, ist okay. Jetzt nichts außergewöhnlich Gutes, aber das ist in Ordnung mit diesem Auto hier. Weiter geht's für uns. Ah, das sind leider Track-Limits. Aber es war eh nur die erste Runde mit einem gebrauchten Reifensatz. Von daher ist das kein Drama. Was wäre es denn für eine Zeit geworden? 29,5. Ich glaube, das wäre eh nicht so toll gewesen.
Oh, jetzt die letzte Runde sitzt wieder, wie vorhin in Q1 schon. Reicht das vielleicht für den Einzug in Q3 sogar? Oder zumindest für irgendeine vernünftige Position? Oh, Platz 10! Platz 10, wir sind wirklich weiter. Let's go! Oh, das ist ein kleines Erfolgserlebnis, nachdem zuletzt alles echt negativ war hier in dieser Karriere. Nicht schlecht, Mann, das nimmt man doch gerne mit. Mit Sicherheit war es wieder verdammt knapp, wie vorhin in Q1 schon. Ja, so ist es. Wenige Hundertstel langsamer und wir fliegen hier raus. So erwischt es Charles Leclerc. Sainz schafft es weiter mit diesem schwachen Ferrari. Starke Leistung von ihm. Die beiden Astons natürlich an der Spitze. Wenig überraschend. Wow, ist das verrückt. Also krass, wie durcheinander gemischt hier alles ist. Und krass, wie umkämpft das vor allem ist. Das bedeutet halt, dass man abliefern muss. Und dann kann es echt solide werden mit diesem Auto. Und das zeigen wir bisher in diesem Qualifying. Letzte Kurve. Gute erste Runde hier im dritten Qualifying. Allerdings nur mit einem gebrauchten Satz. Somit wird das wahrscheinlich nichts Besonderes. So ist es. Ah, nein! Oh, wollte ich ein kleines bisschen zu viel, schade. Aber so oder so ist dieses Qualifying auf jeden Fall keine Enttäuschung mehr, auch auf Platz 10. Dennoch sehr, sehr bitter. Na ja, gut, da hat auch schon noch eine ganze Menge gefehlt auf Sainz vor uns. Eine Sekunde hätten wir finden müssen. Weiß ich nicht, vielleicht wäre das noch was geworden, aber es wäre schwierig geworden. Somit ist Platz 10 echt voll in Ordnung. So gut wie alles rausgeholt aus dem Auto hier in diesem Qualifying. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch im Rennen schaffen können, um direkt zumindest mal mit ein paar Zählern in die neue Saison zu starten und um nicht ewig in der WM irgendwo ganz unten zu sein mit 0 Punkten. Das würde das Ganze nämlich nur noch deprimierender machen. Erste Startreihe für Aston Martin. Nicht so überraschend. Was mich fast überrascht, ehrlich gesagt, ist, dass die anderen gar nicht so weit weg sind. Ich hätte gedacht, dass die deutlicher vorne sind. So sieht es zumindest in der Performance aus, bei dem Vorsprung, den die haben. Das Rennen wird jetzt natürlich nochmal eine andere Nummer. Wir müssen uns wieder neu an dieses Auto gewöhnen. Müssen uns irgendwie an das erinnern, was mal zu Beginn der Karriere oder so war, als wir noch nicht so viele Upgrades hatten. Das wird nämlich vor allem im Rennen jetzt eine riesen Herausforderung. Auf eine Runde da ein bisschen was Gutes rauszuholen, okay, ist cool, ist geil. Aber das jetzt 29 Runden lang zu machen mit Reifenverschleiß, mit Strategie, mit Überholmanövern und so weiter und so fort, das ist eine andere Geschichte. Ja, Medium Hard sieht aber ganz vernünftig aus. Ich denke, das macht auch Sinn hier in Bahrain, weil die Strecke schon ziemlich hart ist zu den Reifen normalerweise. Eine Sache, die sich nicht verschlechtert hat, immerhin, ist das EAS, dass es nach wie vor gut geupgradet ist. Allgemein der Motor halt, somit auch der Spritverbrauch, das ist alles geblieben, weil der Motor ja nicht betroffen war von den Änderungen. Also das ist zumindest eine gute Sache, an die wir uns klammern können. Und das schadet natürlich hier auf so einer Powerstrecke wie Bahrain auch nicht. Rein geht's direkt ins erste Rennen dieser vierten Saison. Hoffentlich gelingt es, ein paar Pünktchen zu holen. Let's go! Also gut, gleich geht's los. Die Einführungsrunde läuft und die Fahrer machen sich bereit für ihr erstes Rennen in einer brandneuen Formel-1-Saison, wobei jeder hofft, dass er sie mit einem guten Ergebnis beginnen kann. So offensichtlich ist das hier mit diesen Mediums scheinbar gar nicht am Start. Es sind nämlich alle Reifenmischungen an den Autos. Richtig guter Start. Gasly hier vorne ist überhaupt nicht weggekommen. Der blockiert uns dann auch so ein bisschen. Oder beziehungsweise verteidigt einfach gut. Ich hatte nämlich gedacht, dass wir an ihm vielleicht auch noch vorbeiziehen können. Ganz vorsichtig hier in diesen ersten Kurven. Das ist immer ein ziemliches Gewusel hier auf der Strecke in Bahrain. Aber das funktioniert gut. Wir konnten zwei Positionen gut machen. Optimaler Start. Auch vor allem keinen Schaden zugezogen. Das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Wenn hier irgendwas noch beschädigt ist an diesem Auto, welches ohnehin schon nicht so toll ist, dann wird es natürlich ganz, ganz, ganz tricky. Platz 8 nimmt man aber mit. Jetzt gilt es, den so lang wie möglich irgendwie zu verteidigen. Was helfen wird, ist, dass wir Verstappen hinter uns haben, der nur harte Reifen am Auto hat. Und allgemein jetzt hier Autos in unserem Bereich, die nicht viel schneller sind, wenn überhaupt. Sainz da vorne in diesem Ferrari zum Beispiel hat... Also, der Ferrari ist wirklich ähnlich wie unser Auto. Somit kann hier vielleicht wirklich was gehen in Richtung Punkte. Und außerdem wird unser guter Motor jetzt helfen beim Verteidigen. Das müssen die anderen schon erstmal schaffen, hier vorbeizuziehen. Selbst mit dem DRS. Hoffentlich können wir uns im DRS-Fenster von Pierre halten. Das würde nochmal zusätzlich helfen, natürlich. Oh, hier staut es sich so ein bisschen. Oh, Tsunoda scheint ganz schön zu strugglen, während wir eine echt gute Pace haben in dieser Anfangsphase. Oh yes, da ist das DRS erstmals in diesem Rennen auf Gasly. Weiß nicht, ob das helfen wird zum Überholen. Der hat halt auch das DRS, so wie alle da vorne. Aber zumindest gegen Max wird es halt eine gute Hilfe, der jetzt aber eh auf diesen harten Reifen nicht so wirklich Druck machen kann.
Ganz interessant wird es natürlich nochmal, wenn der Reifenverschleiß so richtig ins Spiel kommt. Das wird nicht allzu lange dauern mit so wenigen Reifenverschleiß-Updates. Aber noch sieht das eigentlich ganz okay aus sogar. Obwohl wir leider jetzt schon abreißen lassen mussten zu Gasly. Kein DRS mehr auf den Williams-Piloten. Das gibt Verstappen jetzt direkt die erste richtig gute Chance hier auf Start und Ziel. Und da macht man dann auch so gut wie gar nichts. Ich möchte da jetzt auch nicht auf Krampf dagegenhalten gegen so einen Red Bull. Aber so schlecht war unser Topspeed da dennoch nicht in der Situation. Man darf nicht vergessen, dass er DRS hatte. Wir halt gar nicht. Und trotzdem ist er da jetzt nicht komplett hoffnungslos an uns vorbeigeschossen. Chance auf den Konter vielleicht. Ah, nee. Wichtig wird es aber sein, jetzt an Max dran zu bleiben und nicht da auch das DRS zu verlieren. Magnussen hinter uns ist zum Glück absolut nicht schnell. Auf den haben wir einen guten Puffer und der hält auch das halbe Feld hinter sich auf. Da sind ja wirklich alle in der Schlange hinter ihm und das hilft enorm, um hier zumindest so ein bisschen Ruhe zu haben und halbwegs komfortabel innerhalb der Punkte zu sein. Oh, jetzt gibt's da auch noch ein Duell zwischen Leclerc und Magnussen. Hin und her tauschen da die Positionen. Das hilft, um da nochmal zusätzlich wegzukommen. Mit Max gelingt es übrigens ganz gut mitzuhalten. Der kann sich ja jetzt nicht megamäßig absetzen und kommt auch nicht mal so entscheidend nah ran an Gasly. Das hätte ich eigentlich erwartet. Oh, da vorne geht's ein bisschen zur Sache. Sainz und Gasly. Nicht so ganz, aber da gibt's, glaube ich, bald mal das Überholmanöver vom Franzosen. Vielleicht sogar jetzt schon auf Start und Ziel. Oh ja, sowas von. Der kann da relativ früh sogar ausscheren, bevor das DRS überhaupt aktiviert war. Und dadurch kostet das aber auch nicht so viel Zeit, wie ich es gerne hätte, oder? Ah, doch so ein bisschen. Der Topspeed vom Ferrari ist offensichtlich auch nicht ganz verkehrt. Rad an Rad, die beiden hier in die ersten paar Kurven hinein. Verstappen jetzt direkt dran an Gasly. Kann der das vielleicht nutzen, um da anzugreifen? Nee, der schaut sich den Williams-Heckflügel so ein bisschen an, wie es scheint. Sainz bleibt vorne. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist aber keine Mega-Pace von dieser Gruppe hier vor uns. Und zwar absolut nicht. Wir schieben Verstappen hier fast an, sind ganz nah dran. Jetzt zu Beginn der DRS gerade. Ist das vielleicht die Chance, hier wieder auf Platz 8 vorzukommen? Rad an Rad mit Max Verstappen. Der eigentlich hier an unserer Seite hätte sitzen sollen. Ich bin mir sicher, er ist ganz froh, dass das nicht geklappt hat, so wie unsere Performance sich darstellt. Ja, let's go, wieder vorbei. Oh, aber direkt der Konter vom Red Bull-Piloten hier, oder was? Oh, das wäre echt kacke. Macht ja nicht. Bisschen zu spät gebremst, aber von uns. Dennoch werden wir, glaube ich, gut vorne bleiben können mit dem DRS jetzt. Ich glaube, jetzt lässt sich sagen, nach diesen ersten 10 Runden so in etwa, dass die Race Pace echt solide ist. Das ist jetzt nicht katastrophal. Wir haben eine gute Pace, die auf jeden Fall reichen sollte für ein paar Pünktchen. Und das macht doch echt eine Menge Mut. Der Blick auf die Performance, vor allem der erste Blick auf die Performance in dieser Saison, der war ziemlich schockierend. Aber ganz so dramatisch, wie es dort vielleicht auf den ersten Blick aussieht, ist es offensichtlich zum Glück nicht. Oh, Gasly und Sainz. Was tun die da? Gasly wollte, glaube ich, erst irgendwie außen vorbei. Das kann aber natürlich gar nicht funktionieren hier in dieser Kurve. Normalerweise zumindest nicht. Rad an Rad, die beiden hier an dieser Stelle. Kein guter Ausgang von Gasly. Gar kein guter sogar. Dem katapultieren wir fast hinten rein. Sainz auch nicht optimal durch diese Kurve gekommen. Durch das Duell der beiden. Die Kurve hier ist immer seltsam für so ein Rad an Rad-Duell. Ich glaube, wir hatten da auch beide neben uns. Jetzt immer noch einer von beiden, aber hier außen wird er es natürlich schwer haben, um mitzuhalten. Was für ein Duell. Und wir setzen uns durch. Vor auf Position 6 hier in diesem Rennen. Wow. Probleme am Auto bei Verstappen, meint Marc. Das ist interessant. Der war einer der Hauptkonkurrenten ja hier in diesem Rennen. Und wäre es vor allem im zweiten Stint dann geworden, wenn er auf Mediums sein wird. Oh! Hilfe, Gasly, pass auf. Alter, das war ganz, ganz knapp. An der Stelle kann man auch gut und gerne mal abfliegen. Boah, das kam so random. Auf einmal kommt hier das Heck. Wir kommen dann ein bisschen auf den Curb. Und hier, boah, wenn wir das nicht abfangen, dann landen wir da irgendwo in der Wüste. Aber auf jeden Fall nicht mehr auf der Strecke. Riesenglück gehabt. Die Reifen sind halt nicht mehr die frischesten jetzt. Nutzen wir das doch vielleicht direkt, um jetzt an die Box zu kommen. Ein, zwei Runden früher als ursprünglich geplant, aber das Feld ist echt nah beieinander. Verkehr sollte uns nicht drohen, und das war echt nahezu perfekt. Und außerdem sollte auch der Stop jetzt kein Problem mehr sein mit den Einrichtungs-Upgrades, die wir da haben. Also ja, macht es, glaube ich, echt nur Sinn, jetzt reinzukommen. Lando Norris im Alpine war ebenfalls drin, da vorne Ayrton kommt auch rein. Es ist scheinbar jetzt so, dass das Boxenstopp-Fenster der Softstarter 2,3 Sekunden Stopp. Das ist richtig gut. Wir kommen in schön freier Fahrt auf die Strecke, ordentlich pushen jetzt und dann kann das reichen, um wieder vor Gasly zu sein, wenn er an die Box kommt. Sollte es sogar, wenn alles normal läuft.
Ein paar weitere Softstarter jetzt an der Box, das sind vermutlich schon die letzten von denen. Unter anderem ist, glaube ich, Magnussen drin, der die alle so schön aufgehalten hat vorhin. Platz 12. Weg. Weg von diesem Curb. Also da drauf zu kommen und sich nicht wegzudrehen, so wie jetzt gerade eben, ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto. Da können wir einmal schön drei Kreuze machen. Ein paar weitere sind jetzt drin. Ich glaube auch Gasly. Der ist auch drin, ganz vorne, der blaue Punkt. Das ist sein Williams, der jetzt in Richtung Boxenausfahrt kommt. Aber ich glaube, wir sollten davor sein. Die Pace war eigentlich gut, ein Undercut ist eh immer stark. Der war hier unterwegs mit seinen gebrauchten Mediums. Let's go, wieder vorbei am Franzosen. Tsunoda und Perez jetzt beim Boxenstopp. Gegen die wird es sogar halbwegs knapp, oder? Ja, gegen Yuki wird es nicht nur knapp, den haben wir. Vorbei an Tsunoda durch diesen Undercut. Wow, das hat richtig gut funktioniert. Ja, Gasly scheint aber gar nicht mal so langsam zu sein. Angriff von ihm jetzt wahrscheinlich auf Start und Ziel. Das möchte ich auch gerne geschehen lassen. Hab nämlich die Hoffnung, dass wir da gut mithalten können und vielleicht mit dem DRS dann wieder kontern können und uns vor allem so ein bisschen mitziehen lassen können, was helfen wird, um vor Tsunoda und Co. zu bleiben. Insbesondere vor Leclerc habe ich so ein bisschen Angst, der jetzt auf Mediums unterwegs ist. Ah, es hat leider nicht ganz geklappt. Jetzt schon, doch, knapp noch das DRS auf Gasly, aber gerade so. Dennoch ist der verdammt schnell. Williams hat ja auch echt einen guten Sprung gemacht. Ah, ich glaube, jetzt war es das fast gegen Gasly. Nun ist er endlich mal raus aus dem DRS. Und wahrscheinlich kommen wir da auch nicht mehr rein, wenn er keine Fehler macht. Oh nein. Ja, das ist ja toll. Das ist so die KI-Linie aus F1 22 in dieser Kurve immer. Dadurch Tsunoda jetzt vorbei. Aber ich denke, den können wir wieder bekommen. Oh, vor allem, wenn der hier so durch diese ganzen schnellen Kurven fährt. Das war mehr gedriftet als alles andere. Oh ja, come on, letzte Kurve, das DRS auf Tsunoda werden wir natürlich haben, er nicht. Ich glaube, falls wir ihn aber jetzt nicht bekommen sollten, dann wird's ganz, ganz schwer. Wir müssen da jetzt vorbei, ansonsten kann der sich vermutlich absetzen im Laufe der Runde. Rechtzeitig anbremsen hier für Kurve 1. Oh ja, das war gut gemacht. Wieder vorbei an Yuki, let's go. Okay, die Flagge, einer der Astons mit dem Problem. Der sichere Doppelsieg für die beiden geht hier in Rauch auf. Wahrscheinlich wird es nämlich ein Motorschaden sein. Sehr, sehr bitter, aber natürlich eine geschenkte Position für uns, die wir so nie und nimmer geholt hätten, weil die beiden endlich ein völlig übermächtiges Auto haben. Tsunoda mit dem Versuch in der letzten Kurve. Ob das aber so clever war, weiß ich gar nicht. Und jetzt kann der hier in Kurve 1 auch wegen Gelb gar nicht überholen. Das ist eigentlich ein ganz netter Zwischenfall somit für uns. Piastri war der Leidtragende hier. Sehr schade für ihn. Aber gut für uns. Platz 5 jetzt dadurch. Boah, Tsunoda macht hier echt kaum was auf Start und Ziel mit dem DRS. Wenn wir ERS auf Überholen schalten, ist dieser Topspeed unglaublich mit diesem voll geupgradeten Motor. Das rettet uns hier echt den Arsch auf dieser Strecke. Ich glaube, auf einer anderen, die nicht so viele Geraden hat, sieht das ein bisschen anders aus mit diesem Auto. Oh, Perez auch mit Problemen an seinem Auto, meint der Ingenieur. Wie Verstappen vorhin schon. Verstappen wurde gnadenlos durchgereicht dadurch. Das könnte noch weiter nach vorne gehen. Sag mal, was ist hier denn los? Oh, das geht ein bisschen weit raus. Ja, nur noch eine Verwarnung, dann haben wir ein Problem. Oh, und hinten ist Gelb, einer der Haas-Jungs mitten im Dreher. Das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Wer von beiden war es denn? Sargent, mit dem wir onboard sind, oder De Vries weiter hinten? Es ist De Vries etwas weiter hinten. Davon profitiert zumindest unser Teammate mal. Tsunoda hier chancenlos auf Start und Ziel. Wir fahren einfach 340 auf dieser Gerade. Ohne DRS, ohne dass das jetzt auch das größte Highspeed-Setup der Welt ist. Das ist schon der Wahnsinn. Zumindest eine Sache ist doch sehr, sehr gut an diesem Auto. Das ist echt der Wahnsinn, wie alt wir Tsunodas McLaren aussehen lassen auf dieser Gerade. Guckt euch das mal an. Der ist hinter uns. Windschatten, ERS mit Sicherheit, DRS. Und wir setzen uns fast ab. Das ist unfassbar. Die letzten paar Kurven dieses Rennens hier. Scheint so, als würde die Saison echt erfolgreich für uns losgehen, den Umständen entsprechend. Esteban Ocon gewinnt in seinem starken Aston Martin. Das ist keine Überraschung. Das wäre es vor der Saison hier gewesen. Aber sobald klar war, wie stark Aston Martin ist, absolut nicht. Gasly, oh, auf den letzten Metern noch vorbei an Perez. Dessen Probleme zwar nicht gewaltig waren, aber auf jeden Fall da. Somit haben wir ein unglaubliches Podium mit Ocon, Norris und Gasly. Einfach ein Aston Martin, ein Alpine und ein Williams auf dem Podium. Wer hätte das geglaubt am Ende der letzten Saison? Ich glaube niemand. Und für uns sind es ganz starke 10 Punkte. Die nimmt man auf jeden Fall mit. Aber die harte Realität ist auch, wir sind halt 30 Sekunden weg von Platz 1 oder so. Das war eigentlich nicht das Ziel in dieser Saison.
Dieses Podium, das ist unglaublich. Das könnte eins der überraschten, oder was heißt überraschendsten, der ungewöhnlichsten Podien überhaupt sein. Aber das Heftige ist, das ist ja kein Zufall, das war ja kein totales Chaosrennen oder so. Das ist das Podium hier. Einfach weil die drei Jungs wirklich die schnellsten waren. Nicht weil bei vielen anderen was schiefgegangen ist, nicht weil es 10 Safety Cars gab. Nein, das ist einfach die aktuelle Pace des Feldes. Echt der Wahnsinn. Ja, 26 Sekunden weg von Ocon. Das tut halt weh, ne? Das ist ein bisschen bitter. Aber dennoch glaube ich aus dem Auto echt eine Menge gemacht. Es war klar, dass die Chance auf Punkte da sein würde, weil wir nur minimal hinter was Platz 6, Platz 5 in der Performance sind oder so. Dann ist auch noch was schiefgegangen bei ein paar Jungs hier, wie bei Verstappen. Bei Piastri, das hilft zusätzlich. Also ja, echt eine Menge draus gemacht. Genauso wie die beiden Ferraris in dem im Prinzip identisch schnellen Auto laut Performance sind die hier ganz weit vorne mit dabei. Oh, und Ayrton leider so ein bisschen enttäuschend. Also ich finde, von einem Fahrer seines Kalibers, wenn man bedenkt, wie nah wir an den anderen Teams dran sind, muss man da eigentlich mehr erwarten. Das war jetzt noch nicht so besonders Tolles. Und in der, gut, WM ist klar, in der Konstrukteurs-WM beginnen wir jetzt auf Platz 5, punktgleich mit McLaren und mit Ferrari. Interessant, ich bin echt gespannt, wie sich das hier entwickelt. Das könnte eine sehr spannende Saison werden, weil ich schon davon ausgehe, dass Teams wie Mercedes, wie Ferrari, wie auch wir relativ schnell viel upgraden werden und so wieder an die Spitze rankommen werden. Während die Teams hier vorne vielleicht etwas sparsamer sind mit den Upgrades, könnte ich mir vorstellen. Und dann wird es ganz interessant. Dafür ist es aber umso wichtiger, jetzt am Anfang immer gute Punkte mitzunehmen, wo es nur irgendwie möglich ist. Und das haben wir heute getan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.